Schönen guten Tag. Ne? Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zum Making-of vom Rentner-Song. Ihr habt das Video schon gesehen, jetzt gibt es das Behind the Scenes und viele dieser Dinge, die jetzt hier zum Beispiel auf dem Tisch liegen, kennt ihr schon. Wir wollen euch heute auf eine kleine Reise mitnehmen, wie das Video denn eigentlich entstanden ist und na, auch so ein bisschen Background, werden mit ein paar Leuten schnacken. Ne? Ich bin schon hier fast in Montur und ich dachte, ich zeige euch jetzt zuallererst mal, was wir denn so besorgt haben. Wir haben drei Songs vorbereitet, einmal den Rentner-Song, den Solo-Song. Dann haben wir mit Nico von Electric Callboy, so sieht er aus, auch einen Song gemacht und mit den 257ers haben wir auch noch einen Song gemacht. Also, wenn das nicht ist, dann weiß ich nicht, was ist. Genau, und im Video sieht man ja auch zum Beispiel, dass wir Bingo spielen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo das hier aufgenommen wird, also ihr seid basically, wie sagt man, von the future back to the past oder so. Also ich weiß noch gar nicht, wie das Video aussieht, weil ist ja jetzt vor dem Video. Wie sagt man da, Frank? Foreshadowing. Foreshadowing. Na, schreiben wir jetzt hier auch ganz fett mal rein. Foreshadowing. Weingläser. Also alles, was so ein Rentner eigentlich so braucht. Noch ein Stock. Den wollte ich sowieso mal zeigen. Hier so ein schöner Gehstock. Und es sind noch ein paar Requisiten, die müssen wir nachher abholen. Wir werden auch versuchen, tatsächlich heute eine Tanzchoreo mit einzubauen. Aber jetzt habe ich schon ganz viel gelabert. Jetzt gibt es gleich Make-up, dann kommt noch Sterzig, dann kommt Scooby, den lernt ihr heute mal kennen. Das ist ein toller Typ, auch Italiener. Interessiert eigentlich niemand, dass er Italiener ist, aber ist ein Italiener. Und ich erzähle ihm immer, dass ich Spaghetti in der Mitte durchbreche und dann rastet er mal aus. Toll. Ja, bis später. Soll ich die für dich anprobieren? Die hatte ich für mich erst überlegt. Die? Ja. Alter, steile Friese. Also sehe ich halt aus, als wäre ich gerade aus dem Bett gekommen. Aus. Danke, das war auch das Ziel. Ich glaube, wir lassen es so. Alter. Hast du hier hergefunden? Ciao, ragazzi. Das geht mal. Du hast ja keine Jacke oder was? 35 Jahre Familienvater und verheiratet und hat nicht mal eine scheiß Jacke, die er sich mitbringt. Also Sebastian. Ja, wir haben uns eben schon... Ja. Du hast den Song ja schon gehört. Ja, ich habe Dauerschleife auf der Fahrt hierher. Wie findest du den Song? Der ballert ordentlich. Ja. Ist halt schon fucking witzig, weil das sind alles so schöne Referenzen an was Rentner so sagen. Wo man auch so dran denkt, so ein bisschen. Denke ja, übel. So ein bisschen überspitzt. Ihr kennt den Song ja schon, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist ja jetzt hier, was haben wir gesagt? Foreshadowing. So, als würde man jetzt hier das Wort so... Warte. Hol das Wort mal raus. Foreshadowing. Da ist es. Sebastian zieht sich jetzt gleich um und dann geht es auch langsam ans Eingemachte, ne? Ins Zweigemachte. Ja, und Bartschweige ist auch. Ja, gut, jetzt geht die schminken. Alle! Ja. Alle, komm jetzt! Ich hab hier. Wo ist der Wein? Da wäre ich ein Junge. Geh weg mit der Scheiße, ich. Wo ist der Wein? Geh mal ein Trinken. Ich küsse rein. Wir drehen heute das Musikvideo zum Rentner-Song von Kalle Buschinski. Wer sich fragt, wer Kalle Buschinski ist, bin leider ich. Wir haben auch tatsächlich schon eine Szene, die wir gleich vorbereiten können, weil wir hier auf dem Campus eine Sache schon mal abdrehen. Okay. Scooby ist, wie man auch unschwer erkennen kann, ein pensionierter Säufer. Den werden wir gleich zum Beispiel oben ans Fenster setzen. So schön diese typische Rentnerpose am Fenstersims und pöbel da die jungen Leute an, die vorbeigehen. Dann machen wir eine Mittagspause, gehen wir schön zum Italiener. Ich lade euch alle ein. Und das schneiden wir raus mit dem Einladen, sonst wirkt das so, als hätte ich es. Na. Und Lass mal drin. Es endet perfekterweise dann einfach in einer großen Party. Alle feiern zusammen, jung und alt, gemeinsam. Tralala. Alles lustig, alles spaßig. Wie sind die Erwartungen? Absolut bombastisch wird das. Also ich versuche mich schon mal in die Mut reinzuführen. So. Snatch. Fertig? Oh ja! Yes. Geil. Mein Flachmann. Ja. Und dann schön die Ellbogen. Ja. Ab und zu machst du. Und
wenn es ein bisschen runterläuft, ist geil. Und dann, irgendwann, nehmen wir ein Kommando, da läuft jemand vorbei, macht Scheiße und dann... Ich bin sofort rastest du aus. Sofort 100%. Ja, ja. Du schüttest auch das schön nach vorne. Du Wichser, verpiss dich! Runter da, ich seh das! Hey! Was soll das da? Runter! Verpisst euch! Fickt euch! Digga, ich habe alles voll, Digga, Enkel sind nur Gold, Digga. Ich mache ohne Grund, weil ich es einfach kann. Runter von meinem Hasen! Ich bin weg. Ja, so ist das beim Musikvideodreh. Manchmal kommt die Sonne, wenn sie nicht raus, nicht wahr? Für das Aftermovie. Das Making of. Ich will das nicht. Verpisst euch! Chabos wissen, wer der Babu ist! Lasse. Raus hier! Müsst ihr nicht zur Schule! Sollt arbeiten gehen! Gas, Echsen, Echsen, Vollgas, Vollgas, ja, alles runter, rein damit! Klasse, und nochmal pöbeln. Verpisst euch! Ja, und ich stelle mir vor, wir sitzen zu dritt auf dieser Parkbank. Und sind einfach asozial zusammen. Schönes Wetter. Ich schwör, bitte. Alles gut. Danke. Rüber hier, komm, da rüber. Hier. Wir haben auch einen, ja. So, los. Los. Guck mal da, der Typ! Ey! Sag mal! Ja, ist geil, oder? Also wirkt schon, ne? Ich finde irgendwie sieht Stärzig eher aus wie ein Höhlenmensch. Ich bin Rentner, früher war das immer so scheiß. Auf Zukunft, da bin ich doch eh schon tot. Ich bin Rentner, mir gehört der ganze Park. Doppelherz, Doppelkorn, jetzt mach ich die Nacht zum Tag. Ja, danke. Oh, ich sterbe. Das ist der Rentner-Song, ja. Ja, weil die jungen Leute sind ja immer so gemein zu den Rentnern. Und ich will so ein bisschen mit den Klischees aufräumen, dachte ich mir. So schön, dass er ja. Und es nimmt das Ganze so ein bisschen auf die Schippe. Gute Künstler, ja. Ja, danke. Also mal ein bisschen zurückspulen. Seid ihr alle da? Ich kann die ja gar nicht sehen. Nein, nein, das ist ja ein Video. Wo sind die denn? Jetzt sag doch mal Grüße. Wo sind die Leute denn? Ja, irgendwo. Ich sehe die doch gar nicht. Das kommt dann online. Ich kann die doch. Online. Mit wem rede ich denn online da? Online. Online. Ja. Grüße hier aus Spandau. Ja, Alex. Grüße aus Spandau. Wir machen es heute schön. Ich hoffe, euer Sonntag ist auch toll. Wir genießen, wir gehen gleich noch Kaffee und Kuchen und später gehen wir im Bock. Die antworten ja gar nicht. Gib dir mal meine Fresse, muss das sein, dass ihr meine Freundin beleidigt oder was? Ja, Hauptsache, früher mal vor 5 Jahren und mal loben. Du machst sie nur bei Rosa und der Pilche einschlafen, ne? Das ist es, Alter. Mein Gott, noch sauber im Kopf sei. Ich will nicht mehr ein. Ja, jetzt haben wir erste Performance hinter uns. Alle sind schon im Arsch, wir könnten basically schon aufhören. Aber wir machen natürlich heiter weiter. Geht zum nächsten Spot da vorne. Ich bin ein Ehrenmann, Piggy Bank auf deiner Kasse. Das Kleingeld muss weg, ich werde alles verprassen. Dazu mach ich drei frei, wo immer mal so frei sein. Scheiß auf dein Ei, bleib die ganze Gartenfreundschaft. Ich finde das gut, was ist drin? Mach das. Das ist doch nicht die Schauspieler. Oh, ja. Ich bin eine nasse Scheibe, was willst du eigentlich? Du bist ein eichhörniger Sack. Eichhörniger Sack bist du. Kannst du das bitte nochmal machen?
Super, dann gehen wir da am Steak. Was ist das Steak? Fahren wir durch oder was? Gehen wir da am Steak und dann kommen wir nochmal. Ein Steak. Danke, weitermachen. Toll. Kann einer sehen? Ja, so wie ich vermutet habe. Dich so reinsetzen, weißt du, wie ich meine? So, ja, und dann machst du rechts, links, rechts, links, mach mit. Rechts, links, nein. Rechts, links, ne? Schön, und auch schön mit den Oberkörper mitnehmen, damit das wirkt vom Leben her, weißt du? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Willst du springen, oder was? Ja, ich würde so. Also da ist der Punkt wirklich überschritten. Oder wir machen hoch und runter. Oder hier der klassische. Ja. Links und rechts und links und rechts und links und rechts und links und rechts. Danke, mal wieder. Das ist ein besser Publikum hier, ne? Ja, jetzt Altstadt. Jalla. So, jetzt kleine Pause. Gibt jetzt hier von Werbung her keinen Clip, aber wir tun gleich mal Pizza essen gehen, von Hunger her. Das ist gut, ne? Ich bin ein Ehrenmann. Piggy Bank an deine Kasche. Ich kann jetzt schon nach Hause. Mein Nacken ist schon streng, warum du mich eingeladen hast hier. Top! Kamera läuft! Und bitte! Halt auch so Fast and Furious daraus machen, so mit Gangschaltung am Rollator. Hey. Muss gleich mitschneiden. Ey! Ey! Das ist aber jetzt! Mann, das ist aber schlimm! Ey! Ey! Arschloch! Arschloch! Tu ja einfach völlig falsche Richtung. Nein! Ey! Du Arschloch! Bleib doch mal hier! Ey! Was willst du? Wir gewinnen! Wir gewinnen! Die im Hintergrund. Die Person im Hintergrund so, Junge, was zum Teufel. Wie wir sehen, wir haben uns nicht lumpen lassen. Haben von Spandauer Sanitätshaus, zeig doch mal die Felgen. Mit Spinners auch hier. Ja, also Top-Geräte hier für den Dreh. Alle brauchen immer Lamborghini, Gallardo, Ferrari, Smarty. Wir haben hier die Waren. Geschosse. Ne? Bisher läuft es ganz gut. Wir hatten einmal ganz kurz Schnee tatsächlich heute. Also den ganzen Tag Sonnenschein und dann auf einmal Schnee. Und jetzt sind wir so, ja, schon bei 70% des Drehs angekommen. Wir haben jetzt gleich noch relativ viel im Spandauer Bock. Kennt vielleicht viele von Henno und der Eintracht Spandau. Da werden wir jetzt gleich noch Bingo spielen. Ja, ich muss jetzt leider ans Set. Das tut mir leid, Frank. Ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Ja, natürlich. Und dann sitzen hier junge Leute, da alte Leute und die zanken sich die ganze Zeit. Schreien sich einfach gegenseitig so ein bisschen an. Und ich sitze hier, Kamera da. Und einfach. Will ich vielleicht so aufbauen? Oder so? Ich komme mal mit nach hinten. Okay. Ihr kümmert ja, euch um einen. Wir schon mal ein bisschen auflösen. Genau. So. Ich wollte mal kurz die Aufmerksamkeit. Das war wo relativ viele von euch noch dabei sein werden und eine, wo alle noch dabei sein werden. Und ein paar Single-Sachen werden wir noch machen. Welche Mühle ist das? Nee. Das ist eine Sony. Das ist eine Sony. Das ist eine Sony. Keine Top-Sony. Das ist eine Sony. Z5 8 3. So, dann wollen wir mal, ne? Wie findest du das Lied? Das Lied ist sehr gut. Was für Erwartungen hast du an den Abend? Ich hoffe, ich hab noch Sex heute. Vor der Kamera. Was machst du noch heute Abend? Schön auch schon Hände benutzen. Hände benutzen. Gar nichts gehört. Ich hab's nicht mal gehört. Soll ich anfangen?
Ja, ja, wir wollten nur kurz. Genau, ihr könnt kurz an die Dartscheibe vielleicht. Es wird ein bisschen leiser. Das will ich gar nicht. Hey, klapp mal! Ja, jetzt sind wir hier im Bock. Eintracht Spandau, Firmen, Vereinsheim, wie man will, und drehen hier gerade noch ein paar Szenen. Wir haben jetzt quasi hier den Clash nochmal, jung gegen alt. Jetzt bauen wir gleich ein Set auf fürs Bingo. Dann wird wahrscheinlich hier irgendwo im Rondell noch ein bisschen Alkohol verzehrt. Natürlich nur falscher Alkohol. Wir werden da, haben so eine Aquavitflasche geholt, wo wir Wasser drin haben. Ja, und dann gibt es noch eine Bar-Szene nachher und dann Party. Und dann sind wir fertig. Und dann machen wir auch schon weiter hier. Es ist so toll. Es ist so wundervoll, dass ihr alle hier seid. Ja, guck, was du da machst! Was machst du denn? Bingo! Oh, das ist so toll! Das ist so wundervoll! Oh mein Gott, das ist so wundervoll! Das ist so toll! Den was los? Hab ich nicht. Hab ich. Nein, hast du nicht. Hab ich. Wieder. Nein! Ja, nein. Der ersten Runde sehr schön. Die N40 einmal. Hab ich das? Okay. Hier, schau mal. Ja. Die B2, einmal die B2. Hab ich! Bingo, Bingo! Ich hab gewonnen! Bingo! Was? Ich hab Bingo! Das her! Bingo. Das mir! Gib mir dein Bingo! Das ist mein Bingo! Gib mir das! Her damit! Meiner! Nein! Nein, scheiße! Wo ist das Bingo? Ich geh voll unter! Nein, ich geh voll unter! Nein, nein, nein! Sorry, dass ich eben den Tisch nass gemacht habe. Halt dein Schnauzen jetzt. Kurz die Aufmerksamkeit nochmal bei mir bitte. Jetzt werden wir gleich alle vorne den kompletten Song zusammen nochmal performen. Das heißt, ich stehe irgendwo sichtbar, ihr hinter mir oder mittendrin. Wir machen einfach nur Party. 3 Minuten Vollgas, immer so wie der Song das gerade hergibt. Ich wäre ein beschissener Boxer, ich würde das alles ins Gesicht. Aber du würdest so grinsen? Ja. Kalle, danke für die Einladung zu deinem Videodreh. Wir sind richtig glücklich hier. Sag, sonst töte ich dich. Im Leben. Kommt auf eine Sache an. Freundschaft, Respekt und Toleranz. Und vor allem tanzt mal das Schwingbein. Und deswegen schwingt er jetzt den Tanzmann. Richtig, was er sagt. So. Abonniert den Kanal, verdammt! Making of und so! Ja! Alles gut, alles gut. Jetzt sind wir dran, Leute! Das war der Render-Song. Guckt euch das Musikvideo an. Abonniert ihn alle hier, auch die, die keine Kanäle haben. Bis zum nächsten Mal. Das war so toll! Hey! Hallo, Kuschinski! Meine Damen und Herren! Vom Leben her! Oh, warte! Das war die ganze Zeit nur eine Perücke. Oh! Hey!